Hey und ach, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Hier ist Tricky Gamer im Weg, aber egal. Wir müssen jetzt hier mit Navali noch sprechen, aber vorher muss ich einen Schluck von meinem Monster nehmen. Es war eigentlich morgen für Season-Start gedacht, aber egal. Ich kaufe mir morgen einfach ein neues. Hallo. So, Prophezeiung ersuchen. An adversary slain. Briefly lives on in the lessons taught to the Slayer. What? Okay, Lektion des Jägers. Ein Widersacher erschlagen, lebt kurze Zeit in seinem Vollstrecker weiter. Ihr werdet einen mächtigen Feind erschlagen und euch seine Macht zu eigen machen. Welcome. Powerful soldiers of a forgotten time. Reunite and march once again. Hey, alles klar. Ihr werdet einer Gruppe von 7 mächtigen Untoten nachstellen und sie vernichten. Ich sollte vielleicht mal googeln, wie man das mit diesen Prophezeiungen hier macht. That would just make Ups. life complicated. That was just, nee, would just make life complicated, wenn ich jetzt hier Zombies beschwöre. Wie kommt die da nur drauf? So, wir müssen euch genau uns um die Banditen kümmern. Ihr habt den blockierten Pass geöffnet. In Löwenauges Wacht. Okay, Moment. Machen wir das doch. Sagen wir Bescheid. Yo, Digga, der Pass ist offen. Und dann kriegen wir eine Belohnung, weil wir so freundlich ihm das gesagt haben. Ja. Buch der Fertigkeiten. Dankeschön. Gern gemacht. Darkly rescued. Marseille's command. One day we'll be strong enough. Hat hier sonst noch jemand ein Ausrufezeichen? Ich glaube nicht, ne? So, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Das heißt, wir können düstere Absichten uns machen. Nice. Finde ich sehr geil. Was haben wir denn noch so? Zaubergeschwindigkeit. Auch ein bisschen doof, ne? Mana-Regeneration. Bringt uns halt irgendwie nichts, ne? So, was haben wir denn hier? Kälteschaden, Blitzschaden, Feuer, Blocken, Alchemist, Zauberstäben, dunkle Künste, Juwelenfassung. Cool. Haben wir hier geiles Blitzschaden. Ey, wir können hier richtig Blitzmagier werden. Ich sehe das schon. Kälteschaden. Schaden mit Zauberstäben. Ich möchte aber Personenschaden werden. Verbraucht Energieschild vor Mana. Energieschild vor Mana, ja. Ausimpfung. Setzt maximales Leben auf 1. Ja, ist kein Problem. Fluchmeister. Fluchdauer. Nee. Warte, wir können ja hier nochmal gucken, was hier so gibt. Macht der Ältesten. Explosive Minen. Wirkung eurer Auren. Hastiger Wiederaufbau. Ich brauche Leute. Okay, nein. Essenz, weil Juwelenfassung. Ja, Mana interessiert mich irgendwie nicht. So Chaosschaden. Bin ja hier mal lang gehen. Gewandtheit. Mehr Zauberschaden. Treffgenauigkeit. Verschmelzung. Überladen. Leitung. Träumer. Es ist geil. Clown des Falken. Nachtpirscher. Dolche. Aber wir haben ja keine Dolche. List. Erhöhter Schaden. Das ist gut. Da können wir als nächstes mal hinarbeiten. Blutentleerung. Das klingt schon mehr nach dem, wo ich hin möchte. Seelenentleerung.
Koordination, physischer Schaden, Klinge, Fingerfertig, Entropie. Ist klar, Saboteur, Attentat, Elementar, eiskalte Berechnung, schnelle Munition. Das Schöne ist, wir können ja hier so nahezu überall uns hinscalen, ne? Träumer, zerstörte Apparatur, Führerschaft. Ach du Scheiße, ey. Nekromantische Obhut, ey, das ist mein Bereich hier. Sämtliche Boni eines ausgerüsteten Schildes werden auf eure Kreaturen angewendet, statt auf euch. Cool. Energieschild. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann rüsten wir unseren Energieschild hoch, lassen es auf unsere Nekros rauf, ne? Dann schicken wir die rein und wir stehen hinten. Pfad des Gelehrten. Mana. Verlängerte Fertigkeitseffektdauer. Asche, Strom und irgendwas, ey. Hm. Okay, die Nekromanten hier. Das ist schon mal etwas. Haben wir schon mal ein bisschen Nekromanten hier. Ausweichwert. Meuchler. Munition. Wahnsinn, Charisma, Rache der Verfolgten, Barriere der Leere. Ist auch nicht schlecht, ne? Heldenmut. Ach ja, ich erinnere mich ja, dass das ein bisschen aufwendiger war, sich hier oben hoch zu skillen. Aber wir haben erstmal einen Bereich, wo wir hin können, und zwar den mit der Nekromantie. Nekro. Warte mal, wir haben ja Kreaturen. Kreaturen. Kreaturen explodieren bei niedrigem Leben. Elementarwiderstände. Das ist auch nicht schlecht hier. Oh. Tödliche Einstimmung. Schemen. In die Richtung könnte man auch gehen. Grabespakt. Das hier ist auch nicht schlecht. Ich überlege jetzt, ob man halt hier irgendwie so rumskillt. Was haben wir hier noch so? Hier unten haben wir das gar nicht. Okay, dann wäre das nämlich vielleicht nicht verkehrt. Hier irgendwie lang zu skillen. Könnte man ja mal gucken. Hier haben wir nämlich auch Energieschild. Wenn wir dann die Schilde benutzen für unsere Kreaturen auch mit, ne? Waren über Zeit. Dass wir vielleicht erstmal das hier dann skillen. Dann kommen wir nämlich hier runter. Wenn hier noch mehr Zombies uns holen. Wenn hier hochgehen. Und können dann irgendwie hier runterkommen. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir hier so einen Plan haben. Sagte sie und hat den Timer gar nicht angestellt. Ja, das war ja echt grandios. Es fehlt so eine Anzeige in OBS selber, wo man sehen kann, wie viel man jetzt... haben wir alles abgeschlossen, ne? Ja. Wie viel wir jetzt gemacht haben, aufgenommen haben. So. Ach, ich komme hier gar nicht hin. Das ist gut zu wissen. Dann müssen wir da nämlich noch einen Wegpunkt aufdecken. So. Ach. Jetzt kann ich nämlich 5 haben, ist das schön. Und dann bin ich irgendwann der richtige Ratman-Nekro hier.
wie in Diablo. Kann ja allen Scheiß machen und muss einfach nur hinten stehen und töten lassen. Warte, dann müsste ich jetzt ja hier auch 7 machen können, ne? Sehr schön. Das ist schon geil. Ich kann mir aber vorstellen, dass Blitzschaden, weil man das vielleicht einfach mehr scalen kann, diese Elementarsachen, dass das mehr reinhaut. Kann ich mir schon vorstellen. Wobei man dann aber auch sagen muss, dass man nicht so für Solo vielleicht geeignet ist. Da muss man dann vielleicht erstmal gucken. An adversary, slain, briefly lives on in the lessons taught to the slayer. Okay, also alles klar. Gut zu wissen. Also man läuft einfach irgendwo lang und jetzt bin ich ja mega schnell. Was ist denn jetzt, Alter? Das ist ja mal geil. Nur weil ich eine Prophezeiung erfüllt habe, hat die jetzt mal schnell ADHS bekommen, ja? Und rennt hier wie so eine gestochene Tarantel durch die Gegend oder was? Und ja, ich darf Anspielung auf ADHS machen. Ich mache mich ja nicht lustig darüber, ne? Was ist das denn Geiles? Also mein Bro ist ja selbst so ein ADHS-Kind gewesen. Und es kann ja gut auch sein, dass ich beruflich dann auch mit ADHS-Leuten zu tun haben werde oder ADS-Leuten. Da weiß ich ja noch nicht, in welche Richtung es mich so verschlagen wird. Identifikationsrolle, die nehmen wir doch gleich mal mit. So. Kann man hier rüber? Nein. Also so ein richtiger Traum wäre es ja eigentlich, ich sag mal, so von YouTube ein bisschen leben zu können. So wie Daniel von Simfans zum Beispiel. Ne? Der hat es mittlerweile, glaube ich, so, dass er nur noch halbtags arbeitet und den Rest gerne in seine Videoprojekte steckt. Weil bei mir ist ja im Moment das Problem, dass ich einfach keine Zeit habe, weil ich ja halt von 8 bis 16.45 Uhr in der Schule bin. Und ja, man kommt dann in der Woche nach Hause, erledigt noch ein bisschen was und dann war es das irgendwie auch schon so mit dem Tag. Und am Wochenende hat man auch noch mal ein paar andere Dinge zu tun und deswegen komme ich im Moment einfach nicht so gut dazu, Sachen aufzunehmen. Das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen bin ich gerade froh, also was heißt froh, ich bin heute zum Beispiel zu Hause geblieben, weil es mir heute Morgen richtig mies ging, also vor allem mit Depressionen und so war das. Ich hätte da liegen und heulen können die ganze Zeit, keine Ahnung, was heute Morgen los war. Und ich habe mich so richtig schlapp und also wie bei so einer Grippe, wenn man weiß, man kriegt Grippe, man ist so kurz davor, diese Symptome sind schon alle da, so habe ich mich gefühlt, das war so richtig widerlich und dann, ich konnte kaum die Augen aufhalten. Ich mich erstmal hingelegt. Ich habe, glaube ich, dann auch noch bis 1 oder so geschlafen, weil ich einfach so fertig war. So, jetzt habe ich hier Umschalt angemacht. Da oben geht es noch weiter. Vielleicht ist ja da auch der Wegpunkt. Man weiß es nicht. Aber dann wird es angezeigt werden, glaube ich, oder? Hm, keine Ahnung. So. Naja, jedenfalls geht es mir jetzt schon ein bisschen besser. Wir haben es jetzt so um die 16 Uhr. Und ich wollte mir die Zeit jetzt mal gönnen hier zum Aufnehmen. Ich war jetzt auch schon einkaufen. Schnitzmesser nehmen wir doch auch mal mit. Also einkaufen war ich jetzt auch schon. Alles Nötige erledigt. Und jetzt sitze ich hier einfach wie so ein Penner. Weiß ich, muss nachher vielleicht nochmal abwaschen oder so. Aber da, keine Ahnung. Ich meine, beim Zocken verbraucht man halt auch einfach nicht so viel Energie, ne? So ein bisschen hin und her labern, das geht dann immer noch. Und kriegt man dann noch hin und nebenbei halt ein bisschen was rumklicken. Das ist jetzt ja nicht hochaufwendig hier.
Aber ich glaube, ein Spiel mit niedriger Frustrationstoleranz oder was halt eine hohe Frustrationstoleranz voraussetzt, das kann ich heute auch nicht spielen. So, wir werden jetzt ja wohl irgendwo hier noch einen Wegpunkt finden. Hoffentlich. Oh. Lauf ruhig weg, mein Freund. Ich kann hier alles heraufbeschwören. Das ist kein Problem. Aber ich brauche hier noch mal eine Leiche. So. Das können wir schon mal hoch machen. Hier ein Hammer. Das war schon wieder voll hier. Mal schon das nächste zum Aufwerten. Ja, die können wir zum Beispiel schon mal hier mit unterschummeln. So. Aber sonst können wir davon auch nicht wirklich was gebrauchen. Aber hey, wir haben's. So, ich laufe hier gerade ein bisschen planlos durch die Gegend. Warum kann ich hier nicht rüber? Das finde ich jetzt nicht okay. Muss ich doch da unten lang gehen. Ich würde jetzt nochmal hier so und dann hier hoch. Wir gucken mal. Weil irgendwo müssen wir ja hier noch einen Wegpunkt. Oh. Rüstungsschmiedstor. Das war's. Stiefel, Handschuhe. Na, irgendwas können wir noch ausrüsten, genau, aufwerten. Ich würde ja gerne einen Gürtel mal aufwerten. Wobei hier Stiefel auch nicht verkehrt sind. Was haben wir denn hier? Erfordert Stufe 6. Ist natürlich irgendwie doof, ne? Gut, was soll's. So, dann latschen wir doch nochmal hier rüber. Hier ist der Wegpunkt. Sehr schön. Ich habe gerade überlegt, ob ich so eine Portalrolle verwenden soll. Aber gut, dass ich es nicht getan habe. Hm. What? What? Den mag ich. Ah, das können wir ja nicht verscherbeln. Ich erinnere mich. So. Dann gehen wir nochmal weiter zurück zu den Flussläufen. Schnell was trinken. Ja, und schon ein Fähigkeitenpunkt. Genau, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt erstmal hier rum. Oder vielleicht hier rum. Prismawelle. Okay, ich würde sagen, hier so rum. Und dann können wir nämlich hier hoch und hier lang. Unterwegs kriegen wir dann zwar ein bisschen Geschicklichkeit mit, aber das ist ja nicht das Problem. Korallenring. Den könnten wir aufwerten. Dass wir mal einen vernünftigen Ring haben. Die LED, Schädelkäfig. Ist noch eine Truhe. Wir töten die quasi schon im Vorbeigehen. Das ist ja immer das Beste hier, ey. Da kommt noch so ein Fetter. Aber ist kein Problem. Wir können ja auch alles explodieren lassen. Oh, wir können ja schon aufwerten, ey.
Dieses Waffe beseelen, das könnten wir auch mal rausnehmen für irgendwas Nützlicheres, was wir vielleicht so benutzen. Weil mit der Waffe beseelen, da denke ich immer nie dran. Dass wir eine Waffe haben, die für uns kämpft. Können wir eigentlich mehrere haben? Ja. Unsere private Waffenarmee, die hinter uns herfliegt, ey. Sehr schön. Geil. Wobei, wenn man daran denkt, dass die hinter einem herfliegen, ist das jetzt auch nicht verkehrt eigentlich, ne? Weil wir nämlich die ganzen Billigwaffen aufwerten oder halt beseelen. Da, Feuchtlande. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ihr erleidet keinen Schaden. Ach, schade. Das ist ja sehr schnell wieder weggegangen. Oh, man kann hier so cool hochgehen. Warum geht das nicht? Der ist jetzt auch schon wieder besser eigentlich, ne? 7 bis 13. Das Ziegenhorn. Vielleicht können wir den mal aufwerten und gucken, was passiert. Korbrapier. Den können wir aber beseelen. Oh Mann. Klappt dann sicher schon mal gut. Wenn wir jetzt noch dran denken, dass wir auch regelmäßig diese Dings mitnehmen. Oh. Ich dachte, jetzt kommt hier voll das Lager, aber nein. Wer lebt denn hier noch? Keiner, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. So, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das mache ich gerne. Nur damit ihr extra Unterhaltung habt. Hust. Das sieht doch schon mehr aus wie Banditen. So. Dann sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.